von dem jetzt schon nicht die Rede war. Und dann müssen wir jetzt hier vorbei. Ja, wir können ja inzwischen zur Trümmerer. Blub. Wow, du hast einen Felsen, der den Weg blockiert, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich. Und daher möchte ich dieses Item WM geben. Ich glaube, da gibt uns jetzt gerade Stärke. Ja, Stärke. Ja, können wir aber leider nicht einsetzen, weil wir noch nicht den entsprechenden Orden haben. Aber das wird schon doch sicherlich praktisch werden. Finde ich Stärke irgendwie sinnlos. Wer Stärke und Zertrümmerer ist für mich beides mehr oder weniger dasselbe. Es tut dann eben ein Objekt aus dem Weg räumen. Mehr ist das nicht. Warum brauchen wir dafür zwei verschiedene WMs? Schutz wirkt nicht mehr. Schade. Brauche ich jetzt gerade eh nicht mehr. So, jetzt hier über die Trainerroute. Und dann hoch zu dem Berg, gucken, was da nicht in Ordnung ist. Tup, 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 tup. Überall dagegen knallen, ganz wichtig. Ich freue mich, wenn ich fliegen habe. Da kann man dann sehr viel abkürzen. So, im Eilschritt hoch, bis es zu spät ist. Das dürfen wir nicht zulassen. So, hier lang müssen wir. Ab hier rein. Hier ist jetzt nämlich Platz. Ich selber beim Vergleich hinauf. Möchtest du mit? Ja, bitte hier entlang. Das ist cool. Diese detaillierte Animation. So. Sagt sie noch was? Nee. So, jetzt sind wir hier. Die betteln sich hier übel. Seht ihr das? Boah. Wenn sie die Landmassen vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Wasser-Pokémon. Wir werden weiter für mehr Land sorgen. Oh, was die für Probleme haben. Alter. Eine Ideologie, die sie hier verfolgen. Ah, Yume, ich hätte es wissen müssen. War doch klar, dass du hier auftauchst. Schau dir ruhig an, was die Fanatiker von Team Magma vorher haben. Sie wollen die Kraft des gestohlenen Meteoriten in den Vulkan geben. Und das wird den Vulkan zum Ausbruch bringen. Das müssen wir unbedingt übelst und so vermeiden. Ja, die betteln sich hier alle gerade, wie die Bekloppten. Ups, falsch. Jetzt kommt es bestimmt gleich zu einem Kampf. Deswegen tue ich jetzt erstmal mein schlechtes Pokémon an die Spitze stellen. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Oh, ein Doppelkampf. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle aller zu handeln. Und wenn das Ding mehr Land schafft, gibt es auch mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich, ja. Wenn es mehr Land gibt, wäre ich in der Lage, ein eigenes Haus zu bauen. Wow. Das ist aber schön. Ist schon ein bisschen bekloppt, die Leute. Ich meine, die alle hin oder her, aber warum wollen die mehr Land? Ja, um Haus zu bauen. Toll, es gibt doch genug Land. Und soweit denken die jetzt auch nicht, dass es irgendwie jetzt was am Kreislauf der Natur und Flora, Fauna und so ändern könnte. Nee, die wollen das unbedingt so durchboxen. Schon ein bisschen bekloppt, die Leute. So, Schnabel, Schnäbelchen, Intensität 8. Oh, das ist ja fies. Das ist ja fies. Trifft, glaube ich, meine beiden Pokémon, oder? Eiskalt. Boah. Ich glaube, war da nicht irgendwie was? Das Magneien von dem Anführer von Team Magma kann irgendwie nur Biss und Puller oder Tackle und Puller oder so. Das ist irgendwie was ganz Trauriges gewesen, wo man sich so denkt, what the fuck? Wie geht's weiter? Haha, da bist du also den weiten Weg hier hochgelatscht. Ja, du kommst leider zu spät. Ich habe den Meteoriten aus Meteorofälle bereits bei meinem Boss abgeliefert. Oh Mann.
Ah, so ein Vorsitzender, oder? Ja. Los, Luffy! Das schaffst du! Nicht! Schnabel. Weil Feuer ist, glaube ich, da sinnlos. Oh, er tickelt mich. Wow. Das ist sogar ein Volltreffer. Das ist eine pokémonische Regel, ja. Wenn du keinen Volltreffer brauchst, bekommst du einen. Los, wieder Schnabel. Ping. Oh, wow. Wow. Ach nein. Oh, scheiße, wenn sie Intensität einsetzen. Boah, ja klar, komm. Komm mal klar. Komm mal klar, ey, hier. Okay. Als nächstes wird Zubat eingesetzt. Das kriege ich doch hin. Komm. Mit meinem 14 HP. Komm, hier auf Knut. Komm, komm. Ja, hier, super. Zubat wurde besiegt. Juhu. Fosse hält auch wieder. Pfiffchen. Ja, bitte. Swoodle, mach du mal. Da kann ich gar nicht mit ansehen. Natürlich weiß er so, wenn sie ihres zu nehmen, was ihr Psycho ist. Also von Typ her Psycho, ihr wisst schon, wie ich das meine. Bevor ich jetzt gegen den Vorsitzenden kämpfe, werde ich auch nochmal meine Pokémon ein bisschen auffallen. Hehehe! Auch wenn ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Erstmal mich ganz kurz nochmal preparen für den Kampf. Indem ich jetzt übelst sexy meine Tränke benutze. Und ja, ich habe Tränke gesagt. Nicht Tränke, sondern Tränke. So. Und nochmal. Nochmal. Ja, die müssen auch mal weg, ne? Vom Kampf lohnt die sich nicht mehr. Und dann können wir uns halt eben so außerhalb mal ein bisschen verballern. So, jetzt sind alle voll. Das ist schön. Und jetzt auf zu dem Endkampf. Die Kraft, die in den Meteoriten steckt. Wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotberges enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und... Wer bist du denn? Adrian hat sich über ein Kind beklagt, das sich in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischt. Dieses Kind musst du sein. Und du glaubst, du kannst dich aus auch in unserer Team Magmas Angelegenheiten einmischen? Oh, wie das geschrieben ist. Hör gut zu. Schon lange Zeit nutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen. Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Es ist die Wiege allen Lebens. Hä? Das ist Wasser, aber egal. Daher widmet sich Team Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für Menschen und Pokémon. Für unsere Pläne brauchen wir das, was im Inneren dieses Berges schläft. Nunmehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann ein sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Oh, übelst Endbattle und so. Mit ihm. Coole Klamotten. Eine Herausforderung vom Magma-Boss, Mark. Ach, dieses traurige Magnaien, das irgendwie nur Biss und... Was war das? Brüller? Nee, Biss und Sandwirbel war es, glaube ich, sogar nur. Das ist wirklich heftig. Ja, Biss kann's und dann sagt man es am Folge. Wobei Sandwirbel stelle ich mir auch schon ziemlich nervig vor. Immer so zu verfehlen und so. Ja, sag ich, Biss und Sandwirbel kann's. Wenn ich zusammen nochmal treffe, ist es weg. Oh. Und Supertränke hat er auch noch. Was? Macht natürlich jetzt voll Sinn, Crude einzusetzen. Wenn der wechselt, wechsle ich jetzt auch und ich wechsle zu Iris. Klarer Fall für Iris. Ich mische mich da jetzt mal nicht ein. Oh, da
Wer kann Tackle? Seriously? Ich hab's ja mit Erdbeben oder Intensität oder sowas oder Feuersturm gerechnet und er macht Tackle und Glut. Okay, das scheint jetzt zu gehen. Also ich hab's mir jetzt schwerer vorgestellt. Ja, ich wusste, Magnein ist eine Lusche, aber der Rest könnte ja auch was drauf haben. Frostrausch Level 18, da freue ich mich für Frost. Super, ja, von mir aus. Da kommt Spudler auch mal zum Zug. Funkensprung. Das dürfte jetzt One-Hitten und dann knöpfe ich mir Magnalien vor. Nein, ich möchte gerne weiterkämpfen. Magnalien sieht schon cool aus, aber ich finde es jetzt nicht sehr stark von den, also von den Angriffen und von den Schadenswerten her. Obwohl es cool aussieht. So, das war's. Spieler besiegt. Mark. Wie bitte? Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Was hinterhältig? Ich habe voll fair gekämpft. Genug. Ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommst. Dass du... Ach so, zu bekommen hast. Oh, das ist so blöd manchmal geschrieben mit den Umbrüchen und so. Auch ohne Meteorit. Wenn wir erst die Kugel haben. Hehehe. Kranker Typ. Yume, danke. Deiner Hilfe haben wir den zerstörerischen Plan von Team Magma durchkreuzt, aber du, auf welcher Seite stehst du? Ach, das ist egal. Wir werden weiter unsere Augen aufhalten und Team Magma beobachten. Yume, wir sehen uns bestimmt wieder. Ich stehe auf keiner Seite. Kann sich einfach so bleiben, wie es ist? Ist doch ganz okay so. Sollen sich lieber irgendwie verhungernde Kinder in Afrika einsetzen oder irgend sowas, sofern es ja Afrika überhaupt gibt. Lava-Kekse sind die Spezialitäten am Schlotberg. Nimm einen, er kostet nur 200. Dann kaufe ich einen Lava-Keks. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zu Bad Lavastadt. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Schlotberg-Steilpass. Davon habe ich immer geträumt, wenn ich in den Bergen unterwegs war. Zerklüftete Massive. Das bringt meine Seele zum Erbeben. Da ist er fast noch gruseliger als der mit den mit der Wadenmuskulatur. Okay. Maurizio heißt der auch noch. Das ist aber schöner. Schnabel. Pick. Oh, das war jetzt. Ultimative High-End-Move meinerseits. Für sowas ist einfach, das ist jetzt eindeutig ihres, ihr Part. Mehr kann ich dazu jetzt einfach nicht sagen. Los, ihres. Ja, machen wir deine komische Intensität 5. So, Psychokinese und du bist weg vom Fenster. Das lege ich jetzt so fest. Plopp, und weg ist er. Poupons. Nein. Apropos Poupons. Ich werde mir dann, glaube ich, als nächstes, ich bin mir gerade nicht sicher, aber als nächstes kommt, glaube ich, ein Knackleon in mein Team. Weil cool und so. Ich wollte auch, also Drachen-Pokémon im Team ist auch immer cool zu haben und deswegen, ja, Knackleon halt. Oder Flasche Kindwurm? Ach, ich weiß es jetzt gerade verschreckt mal wieder nicht. Ich geh mal so runter. Was da? Da ist ja noch jemand. Hallo? Hä? Was machst du hier? Was ich hier mache? Was geht dich jetzt an? Was? 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 Jetzt kämpft er? Hä? Ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz. Herausforderung von Team Magma. Also, das ist ein ganz normaler Team Magma-Rübe. Ich drehe mich gerade um. Weil mein Bett gerade belagert wird. Allerdings nicht von mir. Okay. Ach,
Warum ist der jetzt hier noch? Beziehungsweise, was hat das jetzt für einen Sinn, dass er noch Rocket Rüpel ist? Vermutlich der Letzte, der es nicht geblickt hat, ist besiegt worden oder so. Und warum setzt sich jetzt hier gerade Glut ein? Okay, er fragt sich vermutlich auch gerade, warum er Heuler eingesetzt hat. Oh. Das war fast genauso traurig wie Glut. Oh. Schnappe. Yay! Es ist immer noch am Leben. Es ist ein richtig trauriger Kampf gerade. So. Oh, Frosch erreicht Level 19. Yay. Ah, ich hätte mich besser sofort in unser Versteck versteckt. Ja. Tschüssi. So, die will bestimmt auch noch kämpfen. Das sieht doch schon potenziell so aus. Ja. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieser Platz eignet sich nicht für ein Picknick. Kommst du irgendwann wieder in diese Gegend? Ich würde gerne wieder gegen dich antreten. So, und eigentlich schneide ich Doppelkämpfe nie raus, aber wir haben gerade so viel gekämpft. Das muss jetzt auch noch gezeigt werden. Ich klettere jeden Tag auf diesen Berg. Ich weiß, wie stark ich bin. Yay! Man bekommt wirklich Angst, wenn man den ganzen Weg hinunter rennt, ohne anzuhalten. So, hier ist noch ein Item. Feuerheiler. So, hier kann man runter. Da will ich jetzt so nicht runter. Hier fühlt sich eh wieder zusammen. Huch. Ah, okay. Okay. Huch. Vielleicht da? Ja. Oh, cool. Das ist ein totaler Zufall. Und da sieht auch so aus, als ob er kämpfen wollen würde. Mensch! Mein Hund, der hat gerade seine 5 Minuten. Da wälzt sich gerade im Bett und rennt immer zwischen dem Bett und mir hin und her. Tut mir leid. Wenn ich mich erstmal an diesen unebenen Boden gewöhnt habe, werde ich mit Sicherheit gewinnen. Kriegst du dich in mein Pokémon auf ein? Super. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So. Und jetzt müssen wir ein paar Lavastadt sein. Da wird auch 100 Pro auch nochmal kämpfen. Moment. Ich wechsle mal ganz eben meinen armen Luffy. Der hat schon genug gekämpft. Na komm. Mein Hund, ey. Da wälzt sich die ganze Zeit bei mir im Bett. Da wollte jetzt doch nicht kämpfen. Hier, Bad Lavastadt. Ich gehe erstmal ins Pokécenter. Wird, glaube ich, das Beste sein. Man sagt immer, dass Hunde nie so gerne auf dem Rücken liegen, aber das ist mit meinem Hund ausgenommen. Der liebt das. So. Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen, und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Das ist ja total die Magie. Du bist der perverse Opa. Du beobachtest die Omis, wie die da baden. Das sieht aus wie so ein Kurort. Bad Lavastadt, das klingt auch wie so ein typischer Kurort. Was macht der da? Hier am heißen Sand vergraben zu sein, ist so warm und einfach himmlisch. Ja, was? Ein Pokémon hat seinen Rücken angeknabbert. Na super. Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich will ein wunderschöner und starker Arenaleiter wie Flavia werden. Okay. Ach, du magst auch heiße Quellen? Das ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich diesen heißen Sand hält. Was? Die gibt mir ein Ei? Damit habe ich das nicht gerechnet. Okay, cool. Interessant. So, jetzt gucke ich unten noch mal kurz in die Häuser rein. Man muss ja erstmal hier alles so ein bisschen auschecken.
Huch, willkommen im Kräuterladen. Okay, da. Ich lasse das jetzt erstmal so im Raum stehen. Weil ich glaube, Kräuter, das mögen die Pokémon nicht so. Oder mögen die das mehr? Oder können die das tragen? Auf jeden Fall war da irgendeine Besonderheit dabei. So ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Was sagt mir der alte Herr? Meine Frau wärmt einen heißen Quellen. So hat sie es immer mir jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben und daraus kam ein Ei. Da bin ich mal gespannt, was daraus schlüpft. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß es wirklich nicht mehr. So. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt, eine Aufnahmepause und in der nächsten Folge könnt ihr dann mich beobachten, wie ich versuche, mich durch die Arena zu kloppen. Ach du Kacke, ja, genau so habe ich es in Erinnerung. Okay, dann sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.